Oh, ich muss dir erzählen, wie ich diese Tasche gefunden habe. Das ist der Hammer. Wie jetzt? Nee, das war nicht in dem neuen Laden. In dem neuen Laden habe ich es nicht gekauft. Wo ist denn dieser neue Laden? Da gibt es einen neuen Laden am Marktplatz. Und schwupps, kennen Sie das? Sie wollten über Tasche reden. Ja, neu bekommen, vielleicht irgendwo ein Schnäppchen. Und dann kommt auf einmal die Freundin und fragt einen Mensch in dem neuen Laden da am Marktplatz. Und dann sind sie beim Thema neuer Laden. Und sie unterhalten sich über diesen neuen Laden und was sie sich vielleicht dort gekauft hat oder wie sie auf diesen neuen Laden gekommen ist und seit wann es den schon gibt und. Und irgendwann, während wir uns unterhalten, sag ich dann, ach du, was ich dir übrigens zur Tasche erzählen wollte, ja? Und dann merken wir auf einmal, wir haben die ganze Zeit gar nicht über die Tasche geredet. Dabei wollte ich das doch. Bin ich ihr jetzt böse? Immerhin, sie hat mich unterbrochen. Sie hat mich definitiv von meinem Thema Tasche abgelenkt. Aber ich bin nicht böse. Und ganz einfach. Wissen Sie, warum nicht? Weil ich mich gebauchpinselt fühle. Weil meine Freundin mich etwas gefragt hat und ist auf mein Thema eingegangen. Natürlich ist sie irgendwie zum Laden hingegangen, aber sie hat ja erst gefragt, hast du diese Tasche in dem und dem Laden gekauft? Wenn dir jemand also Fragen stellt zu dem Thema, was ich gerade aufgemacht habe, dann fühlen wir uns gebauchpinselt und wir fühlen uns nicht böse unterbrochen. So, und das können Sie anwenden, wenn Sie mal einen Kunden haben, der so eine Quasselstrippe ist. Oder auch bei einer Netzwerkveranstaltung, wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie kommen aus diesem einen Gespräch nicht raus. Jetzt einfach den unterbrechen und sagen, haha, hab keine Lust mehr zu reden, ist vielleicht ein bisschen schwierig bei einem Kunden. Aber Sie können ihn genauso unterbrechen, wie Sie es privat auch machen. Er erzählt vielleicht irgendetwas, ja? Und dann stellen Sie eine Frage. Bitte eine Frage, eine geschlossene Frage, wo also nur mit Ja und Nein geantwortet werden kann. Sagen also, wirklich, sind Sie da und da hingefahren? Ja. Er, Quasselstrippe, will natürlich weiterreden. Nach dem Ja haben Sie die Antwort. Gehen Sie gnadenlos wieder rein. Lassen Sie ihn gar nicht erst wieder in Fahrt kommen. Wieder eine geschlossene Frage. Wirklich, also ich will Sie jetzt nicht unterbrechen, aber sind wirklich also genau dort und dort von der Seite da wirklich rangefahren? Ja. Oder nein oder was auch immer. Er hat schon die Antwort gegeben. Unterbrechen Sie ihn wieder. Wieder mit einer geschlossenen Frage und wieder genau zu dem Thema, was er eben gerade erzählt hat. Wenn Sie jemanden dreimal mit einer geschlossenen Frage unterbrechen, gnadenlos reingehen, nicht darauf warten, dass er eine Pause macht, Atem holt, was auch immer, einfach reingehen und immer sofort nach der ersten Ja, Nein, Nö, durchaus Reaktion wieder reingrätschen. Dann weiß er nicht mehr, wovon er reden wollte. Genauso wenig wie ich wusste, dass ich über meine Tasche reden wollte, was mir dann nämlich erst später wieder eingefallen ist.